Jetzt wird es alchemistisch bzw. magisch im Sinne von Karlauer-artig oder im Sinne einer Homonymie zwischen Kali und Kala. Das machen die Griechen auch. Kali, Kala. Kali als die Göttin der Vernichtung. Kala als das Leere, das Teuflische und beide zusammen sind die Aspekte von Shiva. Und daraus entsteht dann die Farbe, der die Zeit und die Leerheit erzeugt. Was dann die Kreation erzeugt. You need some force to hold it together. Kala, Kali, Kala. So, gravity is only when time bends in a certain way. Time which is nothingness, time which is emptiness, takes a curve. When it takes a curve, und die Zeit, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, beziehungsweise durch die wir mit Lichtgeschwindigkeit rauschen, ist das Leere, das Nichts, wir Rituelle, durch das wir fallen. You're trying to get out of the curve, because whatever curves ultimately will go in circles. Und wir werden gebrochen als Wellenfelder an geraden Brechungsformen, was dann die Lichtgeschwindigkeit erzeugt, wie wir früher gezeigt haben. As the spin of the planet, as the rotation of the moon and the sun and whatever else. Es ist doch echte wissenschaftliche Mystik heute. When we refer to color, we are talking about time in a more fundamental way. That it is emptiness, it is nothingness, it is clear space, is time. We are always, the modern concept is talking about time and space as two different things. We are talking about time and space as one thing. The existential is gravity. The non-existential presence that is there is Kala or Kali or emptiness or time. Also da haben die vor ein paar tausend Jahren auch schon über das Verhältnis von Raum und Zeit, von Leere und Beugung und Brechung nachgedacht und sind zu keinem besseren Schlüssel gelangt als heute. Don't ever believe. Please, I want you to understand. You throw up a new concept. Let's say a scientific community throws up a new concept or philosophically some new concept comes. Instantly, there will be 100 authors in America. First 80 will come from America. Next 10 will come from India, maybe these days. They will write books about how they experience this concept, which may not even exist. Powerful books will be written. Also werden die Mystiker die nächste Relationaltheorie schreiben. Offenbar, und es wird nicht aus Amerika kommen, sondern aus Indien.